So, willkommen zu einem weiteren TechView Vlog und diesmal wieder ein Screen Recording von meinem Linux Desktop auf dem HP Spectre X360. Und ich habe das Akkuproblem gelöst. Das war ja das, was ich so ein bisschen angesprochen hatte schon in der letzten im letzten Vlog, dass ich so ein bisschen Probleme mit der Akkulaufzeit hatte und etwa nur auf 5 Stunden gekommen bin. Und der Unterschied ist jetzt hier doch schon gewaltig. Wir sehen, okay, hier steht jetzt 9 Stunden verbleibend. Das stimmt nicht so ganz. Also sagen wir mal so, ich bin jetzt auf die realistischen Werte gekommen, die so etwa sich um 8 bis 10 Stunden einpendeln bei einer normalen Benutzung. Wenn ich natürlich die ganze Zeit Videos schauen würde, wird das natürlich kürzer. Vor allen Dingen, wenn ich halt hier den ganz normalen Chromium benutze, ohne die VAAPI-Beschleunigung. Wie kam ich jetzt oder wie komme ich jetzt auf diesen Wert und wie war der Wert vorher? Dazu gehen wir mal in CarSysGuard rein, um euch jetzt zu zeigen, was das Problem war. Wir sehen jetzt hier, ich bin jetzt im Akkubetrieb und wir sehen jetzt hier, dass der runtertaktet, also dass wir auch unter 1 GHz sogar teilweise gehen. Schwankt so ein bisschen, aber er taktet auf jeden Fall runter. Und ich glaube, 800 MHz ist so das Normale im Idle, wenn ich nichts mache und das Display an ist und der Desktop halt läuft, ist halt so der normale Takt, den er dann hat. Das hatte ich vorher nicht. Für die Leute, die eventuell das Video gesehen haben, ich weiß nicht, ob ich davor ein Video gezeigt habe, auf jeden Fall habe ich irgendwo auch ein Video mit den Taktraten gezeigt. Da war die Taktrate konstant hoch bei über 3 GHz bis zu 4 GHz, also im Turbo Boost lief das Ganze die ganze Zeit. Und das war auch der Grund, weshalb ich nur 5 Stunden etwa an Akkulaufzeit rausbekommen habe. Und was ich dazu machen musste, um das jetzt zu ändern, ist einfach den Governor zu ändern, also den CPU Takter im Grunde genommen, der festlegt, wie jetzt der Takt funktionieren soll. Der ist nämlich standardmäßig, ich habe ja hier den Mainline-Kernel installiert, quasi den Ubuntu auch teilweise für ihr Vanilla-Zeugs anbietet, also der 4.20.7er hier. Der benutzt standardmäßig den, wir können ja mal hier schauen, CPU Power Frequency Info, da sehen wir, der Treiber, den ich hier benutze für das Scaling, ist der Intel P-State Treiber, der soll gerade bei den moderneren Intel Prozessoren der bessere sein, aber standardmäßig wird hier als möglicher Regler, so heißt das auf Deutsch, also Governor auf Englisch dann in dem Fall, Performance benutzt anstatt Power Save. Und Performance heißt im Grunde genommen dann auch tatsächlich wirklich Performance. Das heißt, er geht hier bis zu diesen 4,6 GHz maximale Frequenz auch wirklich hoch. Und bei mir war es dann halt konstant so, dass er kaum unter die 4 GHz gegangen ist. Das heißt, ich hatte da konstant über, also sehr hohe 3 GHz Werte. Und das ist natürlich nicht das Gelbe vom Ei und das sorgt natürlich dann auch, wenn ich auch meinen Rechner kaum benutze und einfach nur im Web irgendwas brause oder was tippe, dann brauche ich halt diese 3 oder 4 GHz nicht, sondern da kann er auch wirklich so wie hier auf 800 MHz laufen und wunderbar flüssig funktionieren. Und das ist eben das Problem gewesen, weshalb ich die ersten paar Tage dann damit verbracht habe, tatsächlich mich zu wundern, warum die Akkulaufzeit so gering ist mit nur 5 Stunden etwa. Und ich die deutlich erweitern konnte jetzt auf die, ja, sagen wir mal, bis 7, 8, 9, 10 Stunden. 8 bis 10 Stunden ist das, was ich so raushole im normalen Betrieb. Wobei ich das natürlich noch etwas mehr testen muss. Vielleicht gibt es noch ein paar Regler, die ich einstellen kann, um das noch besser zu machen. Ja, wie kann ich das Ganze jetzt ändern? Und zum einen kann ich das hier über die Optionen ändern. Das heißt, ich kann hier dann den Governor ändern, wie man sehen kann, in Power Save. Wenn ich dann Power Save richtig geschrieben hätte, dann wäre es noch besser gewesen. Kann also so dann direkt den Governor in Power Save ändern. Aber das möchte man ja nicht immer manuell machen, sondern das, was ich gerne habe, wäre zum Beispiel im Idealfall, wenn ich das an eine Steckdose reingesteckt habe, dann habe ich ja genug Power, dann brauche ich keinen Power Save Modus, dann kann ich in Performance wechseln. Und wenn ich halt eben das Ganze wieder rausstecke, dann soll er wieder in den Power-Save-Modus gehen, so dass ich eben auch Akku wieder sparen kann. Und da gibt es ein kleines Skript, was ich gefunden habe, das netterweise jemand auf dem Arch Linux Forum gepostet hat. Und hier sehen wir das Ganze, was man machen muss. Also da gibt es die verschiedenen Regeln. Zum einen ist das hier das Skript, das Power-SH-Skript. Das habe ich ein wenig angepasst. Das kann ich euch jetzt mal
auch zeigen. Das liegt bei mir unter Downloads, glaube ich. Genau. Und heißt PowerSH. Und hier sehen wir das ganze Skript. Im Grunde genommen macht das nichts anderes, als zu checken, ist die Batterie jetzt gerade im Gebrauch, wird sie gerade aufgeladen oder ist sie gerade am Entladen? Und wenn sie auf Entladen ist, dann soll halt eben in den Power-Save-Modus gewechselt werden. Und wenn halt aufgeladen wird, also ich quasi Strom angesteckt habe, soll in den Performance-Modus gewechselt werden. Das heißt, das, was ich angepasst habe, ist im Grunde genommen nur zu sagen, hier, ich möchte in den Power-Save-Modus wechseln oder ich möchte in den Performance-Modus wechseln. Eventuell müsst ihr noch hier die Bat-Variable anpassen. Bei mir ist das jetzt Bat 0. Ihr seht hier, die wird hier eingesetzt in diese U-Power, in das U-Power-Kommando für eben die Devices. Und da müsst ihr schauen, was ihr für ein Device habt. Bei einigen kann das auch Bat 1 sein anstatt Bat 0, je nachdem, was für ein Gerät ihr habt. Und wenn ihr mehrere Batterien habt, mehrere Akkus, dann vielleicht auch mehrere gucken. Aber in dem Fall ist es halt nur wichtig, um rauszufinden, kriege ich eben den Status. Also ist es jetzt am Dischargen, also ist es jetzt am Entladen, dann kann ich halt wissen, okay, es lädt also nicht auf, ist also nicht am Strom angeschlossen. Also das ist nur dafür da, um rauszufinden, ob ich jetzt am Strom das Ganze angeschlossen habe oder nicht. Zusätzlich kann man das auch noch mal, kann man noch manuell dem sagen, okay, ich bin jetzt im Batteriemodus oder ich bin jetzt im Auflademodus am Strom angeschlossen. Das kann man hier als Parameter 1 einfach dem geben, Bat oder AC, AC für Strom und Bat für Batteriemodus oder Akkumodus. Das ist also das ganze Skript, das ist also nicht so kompliziert, würde ich mal sagen. Jetzt ist natürlich die Frage, wie kann ich das aufrufen? Ich kann es natürlich jedes Mal manuell aufrufen, möchte ich aber nicht. Das allererste, was man natürlich machen möchte, ist, man möchte eine UDEF-Regel festlegen, die dann darauf reagiert, wenn ich eben das Powerkabel, also den Stromkabel reinstecke oder wieder rausziehe. Und das wird durch diese einfache Regel hier gemacht. Und da können wir uns das Ganze mal, also das sieht im Grunde genommen genauso aus, auch bei mir. Da können wir uns das Ganze bei mir auch nochmal anzeigen lassen. ETC. UDEF-Rules-D und da gibt es die Power-Save-Rules und bei mir sieht es dann so aus, das heißt, ich habe hier im Grunde nur den Pfad geändert und sage dann tatsächlich, wenn ich hier, das geht über die UDEF-Regel Power-Supply, ist das Subsystem und ich kann dann abfragen, ist es online, entweder ist es nicht online, das Power-Supply, also ist 0, heißt aus, das würde heißen, es ist kein Stromkabel angeschlossen und das würde heißen dann bei mir, ich rufe das Skript auf, es soll in den Batteriemodus wechseln. Das Umgekehrte, wenn es eingeschaltet ist, dann ist der Stromkabel eingesteckt, dann soll er halt eben in das Power-Skript aufrufen mit eben den Stromkabeleinstellungen. Also ziemlich einfach gehalten. Dann gibt es natürlich noch ein paar andere Parameter, die sehr wichtig sind, wie beispielsweise, was passiert, wenn ich jetzt gerade aus dem Standby erwache und ich habe beispielsweise über die Nacht geladen, das Gerät war im Standby und habe jetzt das Ganze, wecke das Gerät jetzt auf. Es wird ja dann nicht darauf reagieren, dass ich den Stromkabel vorher abgezogen habe, weil das Gerät war ja in Standby. Deshalb soll halt eben auch noch ein Skript ausgeführt werden, das noch einmal checkt, ist jetzt der Kabel eingesteckt oder nicht, jedes Mal, wenn ich vom Standby auf Wache. Und dazu ist dieser Service notwendig, ein Systemd-Service in dem Fall. Da ich hier Systemd einsetze, trifft sich das ja gut, dass nichts anderes macht, als in dem Fall das Aufrufen von der PowerSH-Datei. Das kann ich euch bei mir auch nochmal zeigen. Das sieht im Grunde genommen genauso aus. Das Einzige, was ich gemacht habe, ist den Pfad anzupassen an meinen Home-Nutzer und an das PowerSH-Skript, was ich dort habe. Ja, das ist das eine. Das andere ist natürlich dann auch noch, was passiert, wenn ich das System hochfahre. Dann soll er natürlich auch checken, ist das Powerkabel an oder nicht. Und dazu gibt es auch einen eigenen Systemd-Dienst, der im Grunde genommen genau das Gleiche macht, nur halt eben dann hier ein anderes Wanted-By hat. Nicht bei Suspend, sondern bei Multi-User-Target. Die Multi-User-Target ist das Standard-Profil beim Hochfahren von oder mit Hilfe von Systemd. Ja, das ist so im Grunde genommen alles, was ich gemacht habe, um das System jetzt fit zu machen und auf die, ja, 8 bis 10 Stunden Akkulaufzeit zu kommen im normalen Gebrauch. Wie gesagt, wenn ihr Videos die ganze Zeit schaut, dann wird das natürlich ein bisschen das verkürzt. Dann auch je nachdem 4K-Videos und ja, wenn oder wenn ihr Videoschnitt betreibt, dann wird es natürlich noch ein bisschen was mehr. Oder wenn ihr, wie ich jetzt hier einen Screencast aufnehmen
nehmt, dann ist das Ganze natürlich auch ein bisschen was ausgelasteter als zuvor. Und dann seht ihr ja auch in Kasiskat, dass das Ganze sich so verhält, dass es schon nur über die Gigahertz-Grenze, über die 1 Gigahertz-Grenze teilweise auch geht. Was ich euch jetzt zeigen kann, ist nur noch Energie. Informationen. Dort gibt es dann für die Leute, die einen netten Graph haben wollen. Übrigens, das ist ein dämlicher Bug, den sollte KDE-Plasma vielleicht mal beheben, dass das in so einem kleinen Fensterchen startet. Vielleicht ist es sogar schon behoben in der neuen Version 5.15, die übrigens rausgekommen ist vor kurzem. Und hier kann ich mir die Sachen, die Statistiken anzeigen lassen, wie am Smartphone auch. Zum Beispiel die letzten 24 Stunden, und da sehen wir, hier habe ich aufgeladen noch, hier war es 100% und dann ist es runtergegangen. Hier habe ich noch rumexperimentiert, das war also noch, wo es voll lief mit dem mit dem Performance Governor, und ab hier habe ich dann quasi den Governor entdeckt, den ganz normalen PowerSafe Governor, und irgendwo hier zwischen ist auch noch die Nutzung, wo es im Standby war, wo es also ziemlich wenig verbraucht hat. Und hier habe ich, glaube ich, Videos geschaut, so ein bisschen. Das war gestern Abend so rum. Und ja, dann ist es nicht hier, sondern hier ist die Nutzung des Standbys, weil ich ja erst gerade aufgeweckt habe vom Standby. Und ja, jetzt sehen wir hier die Nutzung so ein bisschen. Jetzt komme ich an die 20% so langsam ran, und ich glaube, der Wert, der ist jetzt hier auf 1 Stunde 30 gesprungen. Das heißt, das ist schon ein ziemlich realistischer Wert. Der wird natürlich etwas höher springen, wenn ich jetzt das Screencasting aufgebe. Was wir dann hier auch noch sehen, sind ein paar weitere Statistiken, wie der aktuelle Verbrauch ist mit 8,95 Watt. Das ist etwas hoch. Das würde weiter runtergehen, auf 5 Watt runterspringen, wenn ich tatsächlich auch das Screencasting hier stoppen würde. Ansonsten sehen wir noch ein paar Statistiken zum Akku selber, dass er hier 61 Wattstunden hat. Und ja, Energieverbrauch können wir uns auch nochmal anzeigen lassen. Der ist natürlich dann noch aussagekräftiger, und da sehen wir einige Spitzen vor allen Dingen in der Wattzahl. Das ist das tatsächlich, wenn entweder auf Performance geschaltet worden ist, wenn ich hier ein Video codiert habe oder sowas gemacht habe, weil ich das auch zwischendurch mal gemacht habe oder mir ein Video angeschaut habe, dann kann es mal sein, dass etwas mehr Performance braucht. Aber ihr seht, das, was ihr so erreichen solltet, sollte meistens unter dieser 10 Watt Linie sein beim normalen Nutzen. Sollte das tatsächlich darunter sein. Falls ihr Videoschnitt betreibt, kann es mal zu diesen Spikes hier kommen. Das ist durchaus möglich. Und wir sehen jetzt hier, dass es sogar auch, glaube ich, vor kurzem also etwas höher gesprungen ist. Die letzten 2 Stunden, da sehen wir das hier, ist es halt über die 10 Watt jetzt gegangen. Wahrscheinlich, weil ich hier irgendwas gemacht habe. Ich weiß nicht mehr ganz genau was. Die letzten Stunde. Da gibt es keinen großen Unterschied. Ja, vielleicht ist das auch das Screencasting, wobei ich jetzt den Verbrauch bei 8,95 Watt habe. Das heißt, es ist auch noch unter 10. Nun ja, das soll es erstmal gewesen sein zu diesem kleinen Update, zu diesem kleinen Vlog. Ich habe also das Akkuproblem behoben, und vielleicht für den einen oder anderen auch wichtig, der auch so ein ähnliches neues Whiskey Lake oder auch die Coffee Lake oder wie sie alle heißen, Geräte hat, wo der Intel P-State-Treiber verwendet wird, wo es also nur noch Performance als Governor und PowerSafe als Governor gibt. Da kann es durchaus sein, dass der Performance Governor dafür sorgt, dass ihr in den oberen Gigahertz-Zahlen bleibt die ganze Zeit, und für den Akkubetrieb ist das natürlich dann nicht sehr förderlich. Natürlich, ihr kriegt die optimalen Speed jedes Mal raus, aber das geht zu Lasten auf der Akkulaufzeit. Und gerade wenn ihr nicht irgendwie Videoschnitt oder sowas betreibt, wo es auf Zeit ankommt, ihr jetzt, das Video muss in so und so vielen Minuten geschnitten sein, damit es heute Abend im Fernsehen läuft oder so. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Oder heute Abend irgendwie rauskommt als Stream oder was auch immer, was ihr da so macht. Also das ist die Geschichte, wie man das mit dem Intel P-State-Treiber hinbekommt und mit diesem Skript. Ich werde dazu wahrscheinlich noch einen Blog-Eintrag schreiben, wo ich das auch nochmal, also weil es ist jetzt wirklich nur in dem Forum hier zu finden. Ich verlinke natürlich auch das Forum zum Original, werde aber nochmal einen Blog-Eintrag schreiben, auch für die Leute,
die das noch nicht wissen, weil so ein Foreneintrag immer zu finden ist auch nicht ganz leicht. Deshalb werde ich einen Blog-Eintrag dazu schreiben, vor allen Dingen auch, wie ich das hier auf meinem Gerät eingesetzt habe und warum es wichtig ist, auf dem Gerät einzusetzen. Ansonsten, das war's für diesen TechView-Vlog. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Kommentare könnt ihr hinterlassen. Falls ihr noch weitere Tipps habt, wie ich irgendwie Strom sparen könnte, noch mehr rausholen könnte aus diesem Akku, weil ja irgendwie, glaube ich, über 10 Stunden angegeben wird, auch vom Hersteller in Sachen Akkulaufzeit. Und weil ich gemerkt habe, dass selbst mit dem Power Save Mechanismus, wir sehen ja hier, der maximal runtertaktet auf 800 MHz, aber wir sehen, er sollte hier die Frequenz innerhalb von 400 und 4,6 GHz wechseln können. Das heißt, er sollte noch weiter runtergehen können, runtertakten können. Ich weiß, das wird jetzt wahrscheinlich vielleicht eine Stunde, eine halbe Stunde nur noch rausholen, also es von 800 auf 400 MHz, das zu halbieren vom Takt her. Und vielleicht wird es auch Performance-Probleme geben. Trotzdem, falls ihr da noch genaueres wisst, was man da alles anpassen kann, vielleicht gibt es irgendwelche Kernel-Parameter, die man nutzen kann, um hier noch bessere Akkulaufzeiten herauszuholen. Würde mich das interessieren, im Kommentarbereich einfach hinterlassen. Ansonsten einen Daumen nach oben und abonnieren. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.